Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast, Episode 361. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ihr hört es, die Herzdame ist wieder mit dabei. Wir sitzen im Wohnwagen, denn das hier ist der große Sommerpausenrückblick 2022. Und ich habe leider das Jingle für das Lexi-Update nicht dabei. Oh mein Gott, sie ist so süß. Der Hund ist immer noch sehr süß. Sie liegt gerade neben Jörn auf dem, Sofa, in der Sitzecke und guckt so, was er macht mit diesem Mikro und kuschelt sich so an. Es ist so süß. Ich habe ein Foto gemacht. Ja. Kommt in die Shownotes, oder? Jetzt ja. Wir sitzen also im Wohnwagen, denn wir sind immer noch unterwegs. Spontane Verlängerung unseres kleinen Sommerurlaubs und wir fangen damit an, dass wir unsere ganzen Stationen durchbesprechen. Wo waren wir? Was haben wir erlebt? Was waren das für unfassbar aufregende, ja, fast 4 Wochen? Aber leider funktioniert das nicht, weil du immer noch von dem Hund. Der Hund ist so süß. Oh mein Gott, sie ist so süß. Fang doch schon mal an. Ich komme dann dazu, wenn ich genug Fotos gemacht habe. Oh, ja. Sie ist so niedlich. Ich fühle mich interviewt. Das Setup hier ist, dass Jörn sein Deutschlandfunk-Mikro hat. Darf man das sagen, weil du benutzt dienstliche Sachen zum Podcast. Tatsächlich ein ist Mikrofon. Nur der Popschutz dienstlich und das Mikrofon ist mein privates. Popschutz. Ja. Und das direkt an sein Handy angeschlossen hat. Das heißt, er sitzt hier, als würde er mich interviewen. Wir haben keine Kopfhörer auf, wir haben keinen Computer aufgebaut. Ganz ungewohnt. Ja, es ist alles sehr spartanisch bei uns, weil wenig Gepäck und so. Und Mäht er gerade den Rasen um seinen eigenen Wohnwagen rum? Oder ist das jemand vom Campingplatz? Wenn es jemand vom Campingplatz wäre, hätte er ein Shirt an. Dann hätte er einen Aufsitzmäher auch und nicht so einen normalen. Und er hätte ein Team-Regenbogen-Shirt an. Ah. Denn wir stehen im Augenblick auf dem Campingplatz Regenbogen in Husum. Husum, am Dachguck. Wie es dazu kommt, das erzählen wir euch jetzt. Wir sind losgefahren am letzten Montag im Juni. Ich weiß nicht mehr, welches Datum das war. Der 28. Kann schon sein. Who cares? Ja, wir haben uns als erstes Ziel in Oldenburg ausgesucht, denn da wollten wir Markus besuchen. Und die Anreise hat tatsächlich 6 Stunden gedauert, weil wir uns auf der Fahrt gegen den Elbtunnel und für die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen entschieden hatten. Und auch da war ziemlich langer Stau. Wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde an der Elbfähre gestanden, weil nämlich da Stau war. Aber es war uns egal, weil wir uns gesagt haben, man steht ja an der Elbfähre deutlich schöner als am Elbtunnel. Und deswegen waren wir da. Und dann sind wir tatsächlich auf dem letzten Drücker angekommen. Es war deutlich nach Feierabend. Ich glaube, wann haben die zugemacht? Um 8? Und wir waren um kurz vor 9 da? Irgendwie sowas. Nee, gar nicht mal. Der Campingplatz hatte eigentlich, glaube ich, bis 18 Uhr Rezeption. Aber da war ja ein Schwimmbad mit dran, also dieses Freibad. Und die hatten regulär bis 20 Uhr auf. Und wir sind, glaube ich, um 19.58 Uhr auf dem Parkplatz gerollt. Ja, und da hatte aber der freundliche Mitarbeiter an der Kasse schon Feierabend und hat mir nur 20 Euro Pfand für den Transponder abgeknüpft. Und während ich noch fragte, auf welchem Platz wir stehen, hat er schon das Fenster zugeschoben. Und gesagt, bis morgen. Tschüss. Ja dann tschüss. Wir wissen noch gar nicht alles. Ich stelle mir halt so vor, wie du so da stehst und noch klopfst und der so langsam dieses Fenster zuschiebt und so dich auf Abstand hält und so rückwärts geht. Ja. Ein bisschen so ähnlich war es. Aber die hatten gesagt vorher, dass sie da sind bis 8. Wir hatten angerufen. Ja, der arme Kerl saß auch nächsten Morgen ab 6 wieder an der Schwimmbadkasse. Insofern kann ich das schon verstehen, dass er nach Hause wollte. Und wir standen dadurch aber dann auf dem falschen Platz. Wir hatten eigentlich einen anderen Platz bekommen, als der, auf den wir uns dann hingestellt haben. Das war aber egal. Am nächsten Tag haben wir einfach uns den Transponder getauscht. Ja, weil wir nicht gecheckt hatten, dass auf dem Transponder eine Nummer steht, die Nummer von dem Stellplatz ist. Und weil ich auch nicht in die Reservierung, in das PDF geguckt habe. Wo die auch drin stand? Wo die auch drin stand. Oh nein, wie dumm bist du denn? Super dumm. Hat's aber keinen interessiert. Und wir konnten uns so aufstellen, dass ich meine Hängematte aufhängen konnte.
Das war sehr gut. Das war der Running Gag des Urlaubs, dass ich unbedingt meine Hängematte mitnehmen wollte, die auch vorher irgendwie regennass war, als ich die noch in den Trockner geschmissen hatte, aber auch immer noch halbnass mitgenommen habe und dann da auf dem Campingplatz erstmal ausgebreitet habe zum Trocknen. Da waren auch tatsächlich zwei Bäume, wo ich die dann aufhängen konnte. Das heißt, da habe ich einmal in der Hängematte gechillt, um dann bei fast allen weiteren Campingplätzen keinen Hängemattenplatz zu finden. Aber haben ist ja besser als brauchen, das ist bekannt. Und entsprechend war es gut, sie dabei zu haben. Ja. Genau. Was haben wir gemacht in Oldenburg? Ich glaube, in Oldenburg selber gar nichts, nur geschlafen. Okay, aber dann, als also, wir da waren. Wir waren beim Penis. Sie hat Penis gesagt. Möchtest du das noch weiter ausstrecken? Nein. Was hast du gerade gesagt? Ausstrecken. Oh, sehr, sehr bemüht. Klingt für Außenstehende ein bisschen verwirrend. Was? Ja, der steht ja draußen. Naja, es ist jedenfalls ein Kunstwerk, der Phallus von Dangast. Der steht am Strand von Dangast und ist ein Kunstwerk. Und es gibt ein Foto in den Shownotes und da stehen noch mehr Kunstwerke und mit einem hast du auch noch gepostet. Das war eine Frau? Ja. Ja, keine Kunst halt. Kunst halt, ne? Ich kann nicht so viel anfangen mit Kunst. Nur posieren damit. Es steht rum, man guckt es sich an und kichert, ob der Obszönitäten. Ja. Und auf dem Weg von Oldenburg weg zu unserem nächsten Urlaubsziel haben wir noch Station gemacht in Kloppenburg. War das Museumsdorf? Ja. Das war sehr schön, es war so ein Freilichtmuseum, so ähnlich wie in Wolfsee. Bei Kiel, das kennen einige. Und da standen so alte Häuser und da konnte man so rumspazieren. Gab auch Tiere. Ja. Kühe und Schweine. Ja. Musstest unbedingt das Kälbchen füttern. Ja, das war so süß. Das Kälbchen war so süß. Ja. Und das war sehr schön. Und dann habe ich später mit unserem lieben Freund Arndt dazu geschrieben, weil er ungefähr aus der Gegend kommt. Und er schrieb, dass dieses Freilichtmuseum sehr unbeliebt sei, weil alle auf Klassenfahrt dahin fahren oder so. Nee, warte, ich suche den Tweet, nicht Tweet, den Chat raus. Das ist offensichtlich eine Frage. Oh, es ist eine Voicemail. Können wir die in den Podcast machen? Das tut mir leid an. Das ist das Museumsdorf Kloppenburg. Jede Grundschule fährt dahin. Zweite Klasse. Und muss ins Museumsdorf. Es ist sehr, sehr schrecklich. Das ist alles, was ich damit verbinde. Ich war dort auch nur einmal auf Klassenfahrt in der Grundschule. Ich möchte auch nicht wieder hin. Ich brauche auf jeden Fall eine gute Fahrt. Viel Spaß. Das war sehr schön. Danke, Arndt. Das war sehr schön da. Wir mögen sowas. Arndt, so alle hassen das. Unsere nächste Station war Potsdok. Yeah, Potsdok. Wir mögen Potsdok. Potsdok ist super. Wir durften nämlich früher anreisen. Hast du Hörer oder Hörerinnen, die nicht wissen, was Potsdok ist? Müssen wir es erklären? Wahrscheinlich, ja. Also wollen wir es erklären oder sollen die gefälligst googeln? Nee, erklär mal. Potsdok ist ein, also das Wort ist ein Wortspiel aus Podcasten und Woodstock, versteht ihr? Potsdok. Ich glaube, Sven hat das erfunden, das Wort. Grüße. Und es ist ein kleines Festival für Podcaster und Podcast-Hörende und Menschen, die super sind. Ja, seit 2014 findet das statt und jetzt seit, also zum dritten Mal in der Kulturherberge Wernershöhe in der Nähe von Ahlfeld an der Leine. Und da sind wir halt hingefahren, um ein paar Tage Blödsinn zu machen. Und das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Also genau, es gibt so Live-Podcasts und Workshops und auch viel zusammen sein mit tollen Menschen und ja, am Lagerfeuer sitzen und an der Bar und so weiter. Ja. Und wir haben ein bisschen organisatorisch mitgeholfen. Wir haben nämlich unsere Platzwart-Skills ausgetestet. Jan hat sogar vorher eine Trillerpfeife geschenkt bekommen. Das war super. Damit er richtig den Platzwart raushängen lassen kann. Ja, das Problem war nur, dass der Hund von Anne und Marco auf Trillerpfeifen reagiert und dann konnte ich sie gar nicht so doll einsetzen, wie ich gerne wollte.
Ja, wir mussten ein paar Wohnwagen und Wohnmobile so koordinieren, dass alle genug Platz haben und den Leuten zeigen, wo sie aufbauen konnten mit ihren Zelten und so. Das haben wir gemacht und haben sehr viel rumgehangen. Und es war tatsächlich einfach, fand ich, so Freitagnachmittag, als irgendwie fast alle da waren, das war einfach ein ganz großartiges Gefühl, da auf diesem Platz zu stehen, vor der Kulturherberge und so zu gucken und überall so diese Grüppchen, die zusammensaßen, dann wurde noch letzte Hand an die Bühne angelegt, dass die Technik passte. Das war einfach schön. Ich mochte das. Ja, ich mochte das eh. Ja. Du hast sehr viel Zeit an der Bar verbracht Nein. und lange geschlafen. Die Bar hat sehr viel Zeit in mir verbracht. In dir Was? vielleicht? Oh. Oh, ich weiß nicht. Es war alles wie immer. Ja. Wir haben uns wenig gesehen. Wir haben uns Sie haben mehr es mehr gesehen. gesehen als sonst bei solchen Das stimmt. Veranstaltungen. Ja, normalerweise sehen wir uns fast gar nicht und treffen uns nur morgens, wenn ich auf dem Weg zum Ja. Frühstück und du auf dem Weg ins Bett bist. Und Ja. diesmal war's anders. Ich kann nicht so viel von meinem Podcast, Podstock-Erfahrung dieses Jahr erzählen, denn was an der Bar passiert, bleibt an der Bar, soll ich sagen. Ja. Ja, ich hatte auch kein konkretes Highlight, sondern es war halt insgesamt sehr toll. Genau, das war auch eine der Veranstaltungen, wo ich mich auch sehr wohl fühlte, einfach weil die ein sehr tolles Hygienekonzept hatten, mit einer wirklich konsequent durchgesetzten und umgesetzten Maskenpflicht in Innenräumen, tägliche Testpflicht, also Schnelltest unter Aufsicht. Und das scheint auch soweit gut funktioniert zu haben. Es gab zumindest auf der Veranstaltung keinen positiven Test. Und Das war schon großes Glück und ehrlich gesagt, ich glaube, das ging den meisten so. Man hat doch jeden Tag so ein bisschen gezittert beim Testen. ja. Ich meine, es kann immer sein, dass man dann doch irgendwie positiv getestet ist. Es gibt ja auch falsch positive Tests. Und so war es doch immer so ein bisschen eine kleine Zitterpartie. Und man, also ich war zumindest immer froh und erleichtert, wieder einen Tag geschafft zu haben. Ja, für jeden Tag, wenn man positiv getestet war, gab es dann. Negativ. Oh ja, stimmt. Oh Mann, das war ja dumm. Negativ ist ja positiv, Ja, das ist verstehst ja du? was Gutes, wenn man negativ ist. Deswegen sage ich jetzt doch immer, immer schön negativ bleiben, verstehst du? Oh, oh Gott. Auf jeden Fall, wenn man negativ getestet war, Ja. hat man ein Bändchen, hast du das gerade schon gesagt? Nein, Ah, du warst okay. gerade dabei, das zu Ich hatte sagen, dir während du gerade. dich selbst unterbrochen hast. Hallo, herzlich willkommen in meinem Satz. Was? Was? In deinem eigenen Nee, Satz. ich hatte dir kurz nicht zugehört. Was? Und dann wusste ich nicht, ob du das eben schon gesagt hast, weil ich nicht wusste, wie lange ich dir nicht zugehört habe. Ja. Weil wenn ich gedanklich aussteige, dann verliere ich auch immer ein bisschen das Zeitgefühl. Szenen einer Ehe, meine Damen und Herren. Ja. Man hat jeden Tag ein Bändchen bekommen in einer anderen Farbe. Ja. Und warst du auch Team Regenbogen? Nee, ich Oder? habe die Bändchen habe ich abgenommen. Echt? Ich habe mein Potstock-Festival-Bändchen quasi bis vorgestern sogar am Arm gehabt. Dann hat es mich irgendwie gestört. Aber die bunten Testbändchen, die habe ich abgenommen. Das war mir zu viel. Ja, ich war Team Regenbogen, habe sie alle dran gelassen. Man musste nämlich alle sammeln, so wie Pokémon. Ja. Kann Ja, man ja machen. genau. Von Potsdok aus sind War wir. das schon alles über Podstock? Ja. Ich möchte noch mal sagen an der Stelle, dass ich den Poetry Slam, es gab auch einen Poetry Slam, also so wie Poetry Slam, aber mit ihr erkennt das Muster mit Podstock und Poetry. Ich wollte noch sagen, dass ich den sehr gut fand dieses Jahr. Sehr hohes Niveau, sehr coole Texte. Sven, großes hier, ich mache Hand Herz für dich. Das Ja, wollte ich sagen. Fand ich genau. sehr gut. Auch Beckys Text hat mir sehr gut gefallen. Alle eigentlich. Ja, sehr viel von dem, was da auf den beiden Bühnen stattgefunden hat, ist bei Ist YouTube. alles auf YouTube? Fast nicht alles? Nö, es gab auch welche, die gesagt haben, ich möchte das nicht aufgezeichnet haben. Okay, das macht auch Sinn. Genau. Und also das, was öffentlich verfügbar ist, ist im YouTube-Kanal von podstock.de und den verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ansonsten gab es wie immer Pizza von Roddy. Und Sven diesmal hat auch da mitgeholfen im Küchenteam. Und Christian war da und hat ja so geplottet die ganze Zeit, so tolle T-Shirts gemacht.
Und es sind 1000 tolle Dinge passiert. Und allen, die noch nicht beim Podstock waren, möchte ich sehr nahelegen, ans Herz legen, nächstes Mal einfach dabei zu sein. Weil es ist eine wunderschöne, tolle Veranstaltung. Und ich möchte auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an das ganze Orga-Team sagen. Weil ihr seid echt der Hammer. Sind die wirklich? Sind die echt? Ja. Das machen die alles, das Ganze machen die für uns, damit wir da einfach ein paar tolle Tage haben können. Geben sich so viel Mühe und alles. Ich finde es super. Ist das auch. Ganz ja. Großartig. Wir haben euch lieb. Das stimmt. Trotzdem mussten wir dann irgendwann wegfahren. Das war traurig. Konkret am Montag nach Podstock. Und das ist normalerweise der Moment, wo der Podstock-Blues einsetzt. Genau, aber wir haben einen Trick gehabt. Wir hatten einen Trick. Wir haben das System ausgetrickt. Komplett ausgetrickt. Wir haben einfach uns gedacht, wir machen direkt Urlaub nach dem Podstock weiter und besuchen alle Leute vom Pod, nicht alle. Okay, da waren 80 Leute. Wir haben obviously nicht alle davon besucht, aber einige der besten. Genau, sind wir durch Deutschland gefahren und haben uns daran orientiert, wo Menschen sind, die wir mögen, kennen und mögen. Und da sind wir dann hingefahren, unter anderem ins Ruhrgebiet. Wir haben auf dem Campingplatz an der Kost gestanden, in Hattingen, also ein Nachbarort, ein Vorort von Bochum. Und im Ruhrgebiet ist alles ein Nachbarort und ein Vorort von allem. Das stimmt. Ich glaube, das ist das städteplanerische Konzept des Ruhrgebiets. Genau. Erstmal alles aneinander bauen und dann unterkellern. Ja. So. Ja, finde ich gut. Ja. Ja, ist Ihnen auf jeden Fall gelungen. Wir hatten einen schönen Campingplatz direkt an der Ruhr. Straße. Ach so. Und der Straße und der Bahnlinie. Und in der Einflugschneise irgendeines Flughafens. Also, ich sag mal, Ruhrgebietstypische Geräuschkulisse. Und dann haben wir halt angefangen, unsere Podstock-Nachtreffen-Sachen zu machen. Wir waren in Essen und haben uns da mit Jan und Inga getroffen, sind Essen gegangen. Essen in Essen. Jan und ich wollten ja gerne die Rüttenscheider Schlemmermeile abschreiten, um die Passion Alexander Klavs nachzuzeichnen. Die Älteren erinnern sich an unsere großartige gemeinsame Folge, das Kreuz mit der Passion. Ja, ich habe da ein bisschen Kritik bekommen hinterher, dazu, wie ich mich geäußert habe. Von wem? Von der Landesbischöfin? Nee, von einem sehr netten Menschen, den ich jetzt hier ungefragt nicht nennen möchte, dass ich das doch vielleicht ein bisschen undifferenziert gesehen habe oder denen nicht so gerecht werde, die damit was anfangen konnten, mit so einer Form der Darstellung christlicher Geschichten. Und ja, also ich wollte da niemandem persönlich jetzt, weiß ich auch nicht. Ja, das, ich glaube auch nicht, dass da, also das war ja sowieso nicht die Intention, irgendjemand persönlich das madig zu machen, sondern es ging ja darum, dass wir unsere Eindrücke davon der staunenden Weltöffentlichkeit präsentieren wollten. Ja, also im Podcast rede ich ja immer ein bisschen mehr als Privatperson, als Pastorin. Was mache ich nochmal? Ich war ganz kurz überfordert von dem Gedanken, dass du gesagt hast, im Podcast rede ich immer ein bisschen mehr. Als sonst. Ja. Ja. Denn das, ja. Ja. Das war jedenfalls sehr schön in Essen. Ja, auf jeden Fall haben wir nicht das mit der Schlemmermeile gemacht, das haben wo wir nicht die gemacht. Passion längst Nein. ging in diesem RTL-Format. Wir waren aber da in der Nähe. Und abends dann noch mit Marco und Anne in der Zeche Zollverein, um uns da anzugucken, wie so eine Zeche früher mal ausgesehen hat. Und vor allem abends mit Beleuchtung. Das war auch sehr gut. Hast du gesagt, dass wir im Krugerpark vorher waren? Nein, ich habe vergessen, dass wir im Krugerpark vorher du waren. Du musst dazu sagen, dass wir mit Hund unterwegs sind. Einem sehr, sehr niedlichen Hund. Und es ist ja schon eine gewisse Herausforderung im Ruhrgebiet, also generell, aber speziell jetzt im Ruhrgebiet, Dinge zu planen und zu unternehmen, die man mit Hund auch machen kann, ohne dass der Hund komplett gestresst ist. Ja. Und dann habe ich total krass recherchiert, habe Ruhrgebiet Urlaub mit Hund gegoogelt. Wow. Und von den 10 vorgeschlagenen Sachen haben wir dann 3 gemacht. Wir waren im Krugerpark, wir sind was essen gegangen und waren in den Zeche Zollverein. Was waren die anderen 7? Nee, ich habe gerade gesagt, wir haben 3 gemacht.
von den 10. Ja, aber was wären die anderen 7 Vorschläge gewesen? Irgendwelche Freilichtmuseen gab es noch und Halden, so sowas. Ja. Ja, gut. Das war alles sehr schön. Also Krugerpark war nice auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Das ist einfach ein Park, aber man muss auch Eintritt bezahlen. Und der ist einfach sehr schön und da gibt's auch Tiere. Ich immer so, da gab's doch Tiere. Da gab's Kühe und Ziegen. Also im Krugerpark gab's keine Kühe, aber Ziegen. Nee, Meerschweinchenkühe gab's da. Ja, genau. Da sind wir mit Jan rumgelaufen und dann kam Inga dazu zum Essen, bevor wir dann zum Abend hin nach der Zeche gefahren sind. Genau, Zeche Zollverein hatte ich irgendwie online gefunden, dass das auch so angestrahlt wird nachts, also mit Licht. Und dann sind wir so hin. Womit denn sonst? Nee, mal ernsthaft. Mit Sand. Ach so. Mit Tänzer. Ja. Oh Mann. War schön gewesen. War schön gewesen. Wir hatten Mordspaß. Nur die Skulpturen haben wir nicht gefunden. Da war so Skulpturenpark ausgeschildert. Wollten wieder hin, sind aber, glaube ich, einfach einen großen Bogen drumherum gelaufen. Ja. Da haben wir sind irgendwo falsch abgebogen. Ja. Das, auch gedacht. Wie so oft. Was? Ja, was? Also, wir müssen da nochmal hin wegen der Skulpturen. Ja. Aber sonst war es schön. Ja. Sonst war es schön. Das stimmt. Achso, und wir haben einen Tagesausflug gemacht. Ausflug. Nach Xanten. In den. Lexi, Lexi macht sonst wenig Geräusche, außer sich am Ohr jucken. Das musste jetzt dann kurz mit rein. Also wir sind nach Xanten gefahren und da in den archäologischen Park. Da sind so Ausgrabungen und rekonstruierte römische Sachen. Genau, denn das war früher mal ein, also nicht ein Römerkastell oder wie das heißt, sondern eine Stufe drüber, eine Kolonia. Warum musste ich gerade an Stifte denken? Ah, das heißt Faberkastell. Ja, nicht Römerkastell, sondern Faberkastell. Die haben alle was mit Holz gemacht. Die einen haben Stifte draus gebaut, die anderen Stadtmauern oder so. Was weiß ich. Ja. Jedenfalls sind wir da dann auch ein bisschen rumgestolpert. Das war auch ganz interessant. Wir mögen echt so Freilichtmuseumssachen, ne? Fällt mir gerade auf. Ja, wir mögen, also ich mag Sachen, wo man den Hund mitnehmen kann. Punkt. Ende. Okay. Ende und die des sind Satzes. Meistens draußen. Das fand ich auch sehr, sehr schön, wie unauffällig und gleichzeitig charmant das an der Kasse war. Denn die Dame dort sagte mir, ja, von wegen hier, Hund muss an der Leine bleiben, darf nicht in die Ausstellungspavillons mit rein. Hier sind die Regeln nochmal zusammengefasst und gab mir dann noch gleich mit so ein Schiedbüdel und die Regeln nochmal als Faltblatt. Eine Kacktüte für die Leute, die kein Plattdeutsch können. Ein Hundekotbeutel. Okay. Ja. Das war also das ganze Thema grob Ruhrgebiet. Abends waren wir noch zum Essen. Naja, abends waren wir noch bei den Kadis. Nee, das war nichts. Ach doch, Entschuldigung. Das war da. Wir sind ja, Entschuldigung, da. Du hast recht. Ja, ja, genau. Es gab Kuchen und später noch Abendbrot. Sätzchen. Genau. Von, wie heißt das noch? Das müssen wir empfehlen. Anne ist eine gar nicht so lange Zeit durch das halbe Ruhrgebiet gefahren, um diese Kuchen für uns zu holen. Und das war extrem lecker. Ja. Und das war in Dortmund, und zwar, hab vergessen. Irgendwas auf, mit W. Auf, Hoff, Knopf, Hoff. Hohoff. Ja. Ja. Jan, macht euch das in die Shownotes. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr da mal in der Nähe seid, ihr möchtet dahin. Dringend. Es ist sehr guter Kuchen. Ja. Und von da aus sind wir weitergefahren nach Hessen zu meinen Eltern, haben da auf dem Campingplatz Hinterland gestanden. Und das war so ein bisschen 80er Jahre Camping, auch baulich. Es gab auch kein Klopapier auf dem Klos. Man musste mit seiner eigenen Klopapierrolle dahin gehen. Ja. Das fand ich am krassesten. Ja, sonst war es aber nett. Sonst war es sehr nett. Die Leute waren sehr angenehm. Viele Holländer. Sehr viele Holländer. und es war so weg von allem. So,
Du hast, glaube ich, gesagt, es wäre ein Campingplatz, als würde man sich eine Bettdecke über den Kopf ziehen, weil der so abgelegen war. Vor der Welt verstecken. Genau. Also ich ziehe mir eine Bettdecke über den Kopf, wenn ich mich vor der Welt verstecken will. Genau. Ich bin unsicher, ob das etwas ist, was andere Erwachsene auch machen, aber ich mache das. Ja. Nächste Station war Frankfurt. Da haben wir auf dem Campingplatz Mainkur gestanden. Den fand ich richtig gut organisiert. Die hatten halt irgendwie so lauter Tore, für die es halt in, kriegt man irgendwie einen Schlüssel und dann konnte man nicht nur reinfahren, sondern auch von da durch Türen mit diesem Schlüssel an den Main-Radweg gehen und da so rumwandern. Es gab ein Empfangsgeschenk für den Hund, das habe ich vorher auch noch nicht erlebt. Das ist wie so eine Art, was war das, so eine Art Merci-Packung? Ja, mit Leckerlis und so drin. Aber wir haben das schon mal gehabt, Empfangsgeschenk für den Hund. Und zwar, da waren wir, es ist schon ein bisschen her, auf als wir bei Sven waren, bei dieser Party bei Sven, ja. Die zweite Nacht waren wir auf dem Campingplatz und da haben wir auch so ein kleines Empfangs-Leckerli-Beutel irgendwas bekommen. Stimmt, ja, genau. Ja, und dann haben wir uns, was ich auch super fand an dem Campingplatz, sie haben ihre Bewegungsmelder in den Waschräumen super schlau angebracht. Normalerweise sitzt man vielleicht mal auf Klo und dann geht das Licht aus und dann sitzt man nämlich da und es ist alles doof und dunkel. In diesem Fall sind die Bewegungsmelder so angebracht, dass man quasi in der Kabine anfangen kann zu winken und dann geht das Licht wieder an. Das ist echt echt super. Analog dazu haben sie das in den Duschen auch. Und ja, wie so häufig bei Campingplätzen, Lage war direkt am Main. Wir konnten aus dem Vorzelt auf den Fluss gucken, die Wasserskiläufer beobachten, die Frachtkähne, die vorbeifuhren, die Flusskreuzfahrtschiffe sind an uns vorbeigetuckert. Das war alles sehr romantisch. Ja, das war schön. Und getroffen haben wir Familie Prims. Ja, auch da gab es Kuchen. Und einen Spaziergang durch den Frankfurter Stadtwald. Und du warst auf dem Goethe-Turm? Auf diesen Holzturm, ja. Wie war das? Hoch. Deswegen bin ich unten geblieben. Nein, irgendjemand musste auf den Hund aufpassen. Ja, du wärst so gerne die ganzen Stufen hochgegangen. Ja, ich bin ja so ein Treppenfan. Ja. Wann kann ich nicht jetzt einfach mal hier schnell hochsprinten? Ah, oh, Mist, muss ich unten bleiben, auf den Hund aufpassen. Schade. Mann, schade. Nee, das war ja, schön. Dann haben wir da ein Restaurant, kannten die Oberschweinstiege, da haben wir gegessen, das war auch sehr nett. Und das war im Prinzip der Tag. Wir sind dann noch ein bisschen mit denen, wir sind auch zurückspaziert, weil wir schließlich bei denen zu Hause vor der Tür geparkt hatten. Und haben uns dann für den nächsten Tag verabredet zu einem Stadtbummel, weil die uns ein paar Touri-Highlights in Frankfurt zeigen wollten. Da kam Vera noch mit dazu und da sind wir da schön ein bisschen rumgelaufen. Wir haben es zum Dönerboot geschafft. Ist das ein Boot, auf dem es Döner gab? Super. Auch Fischdöner übrigens. Ja, total abgefahren. Also Fischdöner nicht im Sinne von, die schneiden da irgendwie Stücke von einem mit Fisch belegten Spieß ab, sondern es gab dann halt irgendwie drei Räuchermakrelen auf dem Dönerbrot mit Salat. Ich stelle mir gerade vor, wie die einfach aus Fischabfällen so einen Dönerspieß zusammenpressen. Das war ehrlich gesagt auch meine Assoziation. Wie so eine Dschungelprüfung. Ja, es war, glaube ich, der schnellste Döner, den ich jemals bekommen habe. Irgendwie innerhalb von 2 Minuten hatte ich meinen Döner. Das war total gut. Der war, wie gesagt, gar nicht so wahnsinnig schlecht. Also ich hatte schlechtere, ich hatte bessere. Was ich cool fand, die haben draußen so eine kleine Gewürzstation, wo man sich dann nach Belieben nochmal irgendwie... was weiß ich, Chili drauf tun konnte oder Fenchel oder Habaneros oder sonst irgendwas. Das fand ich sehr nice. Ja. Jo. Kuchen gab's, wir waren am Römer, wir waren in der neuen Altstadt von Frankfurt. Alles sehr... Und bei diesem, wie ist noch das Café? Das weiß ich nicht mehr, in irgendeinem Museum. Ein Museum direkt am Mainufer, am Museumsufer, wie das da auch heißt. Und die hatten im Garten vor dem Museum so ein kleines Café. Und da gab es richtig leckeren Kochen. Ja, da konnte man schön sitzen vor allem. Das stimmt. Ja. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Das war's. Bevor wir dann weitergefahren sind nach Franken
Und weil wir uns nicht entscheiden konnten, ob wir in Regensburg oder in Nürnberg stehen wollen, haben wir uns für die Mitte entschieden und standen dann in Fellburg am Campingplatz am Hauenstein. Den fand ich richtig schön, weil es halt so ein alter, ganz klassischer Campingplatz war. Ein Familienbetrieb, freundlich, routiniert, 1A, aber halt auch so ein bisschen Merkwürdigkeiten. Also auch viele Durchgangscamper, die halt für eine Nacht da waren. Und an unserem ersten Abend, da war es irgendwie komisch. Also, naja, ich bin zur Toilette gegangen. Und oh Gott, kommt jetzt diese Geschichte? Da kommt diese Geschichte. Oh. Und da war halt, eine Hinterlassenschaft auf dem Boden vor den Toiletten. In den Stichworten für diese Folge steht einfach Kacke im Bad an dieser Stelle. Ja, das hat mich nachhaltig verstört. Das war so eine Spur, ne? Ja, es war auch eine Spur. Und also, es war eben ein etwas größeres Häufchen vor der Toilette. Warte mal, vor der Toilette? Ja. Dann ist jemand von der Toilette kackend weggelaufen? Ja, also ich glaube, dass dieser Mensch Durchfall hatte. Und da stand auch jemand in einer nicht abgeschlossenen Duschkabine und hat geduscht. Und da kam jemand anders rein und sprach den an auf Holländisch. Und das war aber so ein Tonfall von, na, geht's wieder? Ich weiß nicht, was der genau gesagt hat, aber möglicherweise gab es da einen Zusammenhang. Ja. Also, auch, nein, ich möchte es gar nicht genau wissen. Nee, wir wollen da gar nicht weiter ins Detail. Kacki Gate, richtig. Und dann halt diese Typen ohne Zelt, die da auch auf einmal rumlagen an einem der Abende. Wir kamen, ich komme gleich zu unserem Ausflugsprogramm, aber wir kamen dann auf den Campingplatz, es war schon dunkel, so dunkel, dass wir nicht mehr auf den Platz fahren durften und da lag irgendwas auf dem Boden neben unserem Wohnwagen. In dem Stück halt. Also auf der Nachbarparzelle. Ja, genau. So. Das meinte ich. Das ist im Prinzip neben unserem Wohnwagen. Wenn du sagst, neben unserem Wohnwagen, klingt es so, als ob das direkt neben unserem Wohnwagen liegen würde. Es war in der Parzelle, neben der Parzelle, auf der unser Wohnwagen stand. Ja. Und stellt sich raus, das waren einfach zwei Typen, die auf einer Plastikplane in ihren Schlafsäcken unter freiem Himmel geschlafen haben. Und das fand ich irgendwie komisch. Aber ging also, ja vom Wetter her. Die waren halt so wandernd unterwegs und haben einfach unter freiem Himmel geschlafen. Verrückt. Wollten aber nicht in den Wald kacken und sind deswegen auf den Campingplatz gegangen. Ich finde das jetzt gar nicht so schräg eigentlich. Okay. Es war nur, dass es ein bisschen gruselig war im Halbdunkeln. Wir dachten, liegt irgendwas und dann so, oh, das sind Menschen. Ja. Ja, und dann auch daraus so ein bisschen, also bei mir zumindest so ein bisschen unangenehm, morgens am Frühstückstisch zu sitzen mit Blick auf diese beiden Typen, die sich da gerade aus ihrem Schlafsack schälen. Das war so ein bisschen, da hatte ich so ein bisschen Privacy-Issues. Du musst ja nicht hinstarren. Ich konnte ja gar nicht anders. Der hätte sich ja mit dem Rücken zu denen setzen können. Da hast du ja gesessen. Echt? Warum? Ich habe dir ja nicht ganz gerne angeguckt. Ja, komisch. Nächstes Mal tauschen wir die Plätze, wenn wir die nochmal sehen. Was haben wir gemacht in Regensburg und in Nürnberg und so? Menschen getroffen, ja. Denn das war ja das Motto unseres Urlaubs. Und wir haben die ganzen... Wo waren wir zuerst? Als erstes waren wir in Regensburg. Nee, ich war aber erst alleine in Regensburg. Habe mich mit Tomi getroffen. Ja. Aus der Theo-Bubble. Und dann haben wir uns abends, bist du dann da. Ich bin mit dem Zug gefahren. Ja. Nach, von nicht Fellburg, sondern. Irgendeinem Dorf in der Nähe, irgendwas mit P. Nach Regensburg. Und der hatte mir dann natürlich ein 9-Euro-Ticket geholt. War sehr schockiert, als ich gesehen habe, ich habe dann spaßhalber am Automaten geguckt, was der normale Fahrpreis gewesen wäre für diese nicht mal halbstündige Fahrt. Oder vielleicht halbstündige, ich weiß nicht. Waren 26 Euro auf jeden Fall. Insane. Komplett. Und abends bist du dann nachgekommen nach Regensburg. Und dann waren wir mit Judith und Stefan. Wir haben gegrillt, genau. Bei den Burger. Das war schön. Ja, das war sehr schön. Und am nächsten Tag waren wir in Nürnberg. Waren wir in Nürnberg und haben Philipp getroffen. Und dann sind wir auf die Nürnbergburg. Na, erstmal waren wir ja essen. Oh ja, Fußgängerzone. Veganer Vietnameser. Genau. Das war super. Das war wahnsinnig lecker und der Kellner war sehr cool. Ja. Der hat die ganze Zeit Quatsch gemacht.
Aber so ein trockener Humor, ne? Hat er das Essen gebracht und ich so, oh, das sieht aber gut aus. Und er so, meinen Sie mich oder das Essen? So ganz ruhig. Ja. Das war sehr, sehr gut. Dann sind wir auf die Kaiserburg hochgelatscht. Ah, Kaiserburg heißt die? Heißt die. Ah. Ja, und haben von da oben runter geguckt und uns da noch Eiskaffee. Ins Kaffee gesetzt, genau. Bevor wir wieder runtergelatscht sind, dann hast du dir Kleider gekauft und. Ja, ich war noch kurz shoppen. Dann waren wir im Palais Schaumburg. Ein Biergarten, aber ein bisschen in fancy, so ein bisschen. Ja, also schon, ja. Schon ein bisschen, also so shabby schick, ne, mäßig. War Hipster, so, Hipster-Biergarten. Hipster-Biergarten ist ein gutes Wort. Es gab unglaublich leckeres Essen. Ja. Alles vegetarisch. Also alles, was wir bestellt haben, war vegetarisch. Sie hätten auch irgendwas mit Fleisch gehabt, das war aber schon ausverkauft. Und das war ein richtig guter Tag. Mochte ich. Ja. Trotz der Hitze. Insgesamt fand ich Nürnberg jetzt nicht blöd, aber von der Stadt her ist es halt doch sehr Stadt. Und Regensburg auf der anderen Seite war die große Überraschung des Urlaubs für mich, weil ich wusste nicht, dass Regensburg so eine schöne Stadt ist. Ja. Ich dachte, ja, ich hätte es ein bisschen andersrum erwartet. Also Nürnberg wäre auch nett, so, aber Regensburg ist einfach richtig, richtig schön und hat eine ganz tolle Atmosphäre. Und ich möchte euch sehr empfehlen, nach Regensburg, wenn ihr da in der Gegend seid, zu fahren, weil es wirklich sehr schön ist. Ja. Wir waren aber nicht nur dort, sondern wir haben uns dann nochmal mit Judith getroffen zu einem Spaziergang durch das Ottersbachtal. Ja, wir wollten eigentlich eine Schifffahrt machen durch die Donau. Donau ist über die Donau, denn U-Boote haben die da nicht. Oh, ja, nee. Ja, was denn? Ach, nee, vergiss es einfach. Man kann man nicht sagen durch die Donau. Du fährst vielleicht auch, fährt man nicht durch. Keine du fährst Ahnung, durch irgendwas. Einen Tunnel, aber über einen Fluss. Aber jeder wusste ja, was ich meine. Das weiß ich nicht. Ja, ich aber. Na gut, okay. Und warum hat denn nun unsere ja, durch das, die Donau-Schifffahrt nicht ja, funktioniert? Ja, weil die fiel aus, weil dieser Fluss nicht genug Wasser führte. Frechheit. Ja. So. Ende dann, der Geschichte. Dann gab es Alternativprogramme im Ottersbachtal. Eine kleine, also in der Wanderung war es nicht, ein Spaziergang durch den Wald. Ja. Und unser Hund hat wieder seine Wasserrattenqualität. Ja, sie mag aber nur sehr flaches Wasser. War so eine Pfütze da, sie schmeißt sich erstmal in die Pfütze. So eine richtig schöne Schlammpfütze und guckt uns ganz stolz an. Ja, ja. Das war so sweet. Bevor sie dann tatsächlich auch in den Fluss gelatscht ist. Auf, naja, so ein kleiner Bach war da. Ja. Deswegen heißt es auch Otterbachtal und nicht Otterflusstal. Hm. Schlau. Da sind wir durchgegangen. Ja, genau. Da seid ihr durchgelatscht, ihr zwei. Und dann, boah, das wird eine lange Folge heute. Ja, das wird eine richtig lange Folge. Super, krass. Die Leute freuen sich schon. Wie hieß diese Gaststätte noch, wo wir da waren? Keine Ahnung. Der Korea-Wirt. Ach, aber, ja, das habe ich auch nicht verstanden, warum die so heißt. Ja, das ist ein Spitzname. Eigentlich ist das die Gaststätte König. Und die wird Korea-Wirt genannt, weil man bei dem Wirt feiern kann wie in Korea. Wieso? Wie feiert man denn in Korea? Ich habe keine Ahnung. Ist das politisch korrekt, das wahrscheinlich so? Wahrscheinlich nicht. Aber heißt so. Keine Ahnung. Stand das irgendwo, dass man da feiern kann wie in Korea? Ja. Das war auf mehreren Ebenen alles irritierend. Das ist irritierend. Ich wusste das nicht. Ja. Ich habe aber auch nicht drüber nachgedacht, warum sie Korea-Wirt heißt. Ja. Und am Eingang war dieser kleine Schrein für Franz Josef Strauß, der irgendwo in der Nähe von Regensburg bei einem Jagdunfall einen Herzinfarkt erlitten hat. Nicht Jagd, nee, also bei einem Jagdausflug. Beim Jagdunfall. Oh, das ist nicht witzig, gehst du, hör nicht. Auf. Ist das nicht. Ist das nicht. Auf zu lachen. Was? Genau. Kaffeekuchen gab es noch in einem kleinen Hinterhofcafé in der Innenstadt von Regensburg. Und abends haben wir mit Judith und Stefan dann noch Indisch gegessen, genau, richtig. Und dann mussten wir am nächsten Tag auch schnell weiter. Nach Nürnberg nochmal? Ja, eigentlich wollten wir dann schon zurückfahren, aber es gab viel Planungs hin und her. Und dann zwischendurch waren wir im Gespräch, dass wir am Freitag noch eine Verabredung hätten.
Dann wollten wir eine Nacht länger bleiben. Der andere Campingplatz war aber da schon ausgebucht. Und dann hast du noch den Campingplatz in Nürnberg gefunden. Also direkt in Nürnberg, im Stadtgebiet. Genau, direkt also zwischen Messe und Stadion ist der Knaus Campingpark Nürnberg. Die Buchung war ein bisschen knifflig. Also ich hatte dann eine Mail hingeschrieben, dann hieß es, ja, schicken Sie uns bitte Ihre Daten über das Registrierungsformular, hier ist der Link. Dann habe ich 3 Tage später nachgefragt, nee, sie hätte nichts bekommen. Habe ich es nochmal ausgefüllt und nachdem sie sich dann nicht gemeldet hat, habe ich einfach die Reservierungsdaten per Mail geschickt. Dann kriegte ich 2 Tage später eine E-Mail, bitte eine Anzahlung leisten von 107 Euro. Und 4 Minuten später. Für eine Nacht? Ja, und 4 Minuten später ein Anruf, es hätte ein Problem mit dem Buchungssystem gegeben, eine Anzahlung von 10 Euro wäre ausreichend. So. Dann war das also soweit klar. Ja, und wir kamen an in der Mittagspause und die Schranke war zwar auf, aber da fährt man ja nicht auf den Platz. Also wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Wir sind nochmal rausgefahren und haben in der Gaststätte am Zeppelinsfeld, mitten in der Kleingartenkolonie, gegessen. Es gab Käsespätzle, die sehr lecker waren. Wie sich dann rausstellte, ist aber während der Mittagspause doch jemand auf den Campingplatz gefahren, denn der stand an der Kasse vor mir und hat erstmal mit der Rezeptionistin diskutiert, ob er jetzt auf dem Platz bleiben darf, obwohl die so gut gebucht sind oder nicht. Und man muss einfach sehr lange mit denen diskutieren und dann geht das scheinbar. Wir haben dann aber eine schöne Parzelle gefunden. Wieder mit Bäumen, die in Hängemattendistanz. Ja, standen. Endlich wieder konnte ich tatsächlich mal die Hängematte. Aber nicht sofort. Rausholen. Ja, erstmal stand da noch einer, der quasi mit auf unserem Platz stand. Genau, wir waren unterwegs. Aber was haben wir denn gemacht? Ich war unterwegs. Ich habe mich mit David Kandert getroffen. Und was habe ich gemacht? Ich war mit Philipp nochmal in der Gaststätte. Ja. Genau. Und als wir zurückkamen, also als ich zurückkam, stand da jemand auf unserer Parzelle so dicht an den Hängemattenbäumen, dass man die Hängematte nicht mehr aufhängen konnte. Ja. Und die sind dann am nächsten Morgen auch weggefahren und haben die ganze Zeit, ich saß draußen, hab denen beim Abbauen zugeguckt und die haben noch nicht mal guten Tag gesagt. Weil denen das so unangenehm war, dass sie sich da so hingequetscht hatten. Ich glaube, denen war das echt unangenehm. Aber der Platz war schön, der war halt so ein bisschen wild und mit ganz viel Bäumen und bei mir hat da das Urlaubsgefühl eingesetzt. Ja. Den Samstag, weil das auch der erste Tag im Urlaub war, wo wir keine Termine hatten und mit niemand verabredet waren. Und sie waren so, der ganze Lärm von der Stadt und da war noch so ein Fest, irgend so ein Oldtimer-Festival da nebenan auf dem Gelände. Da war die ganze Zeit Musik, so richtig laut und so. Und ich war in meiner Hängematte und war tiefenentspannt. Ja. Das war schön. Und dann war auch schon wieder Sonntag und wir sind weitergefahren, haben uns dann wirklich auf den Heimweg gemacht und die Überlegung war, so ungefähr 4,5 Stunden zu fahren. Und dann waren wir ungefähr, ja, was heißt ungefähr? Wir waren dann in Berlin. Ja, Berlin, ja, Potsdam, Berlin. Ja. Aber wir wollten eigentlich auf diesen Campingplatz, den, das hast du gar nicht in den Notizen. Nee. Es gibt den, wie heißt der Campingplatz? Camping Himmelreich. Himmelreich, und der ist bekannt aus dem Fernsehen und aus einer Folge Camping Caravan Podcast. Ja. Wir fahren, also Jörn fährt und ich so, okay, ich rufe mal an und frage, ob die noch einen Platz frei haben. Und dann ruft man da an, kommt ein automatisches Anrufsystem. Wenn Sie dieses und jenes wollen, drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie dieses und jenes wollen, drücken Sie bitte die 2. Ja, dann drücke ich die 1 für neue Reservierungen oder so. Dann kommt ein Hinweis auf die Internetseite. Für Buchungsanfragen bitte unsere Internetseite nutzen. Okay, ich gehe auf die Internetseite. Versuche da die Nacht zur Buchung einzugeben, ist nicht möglich. Ging einfach nicht. Dann rufe ich also wieder an. Über die 1 kriegt man keine andere Möglichkeit, nur der Hinweis auf die Internetseite. Dann sind 1000 Sachen für Boote, für bestehende Reservierung, für das und dann für Sonstiges wählen sie die 6. Durch die 6 gewählt, da wird einfach aufgelegt. Alle anderen fragen, wählen sie die 6. Du wählst das und dann bist du weg. Ja. Habe ich ein paar Mal gemacht. Dann habe ich nochmal irgendeine andere Nummer. Man bekam niemanden ran. Ich habe das, glaube ich, eine Viertelstunde lang versucht. Ja. Ich weiß nicht, wie lange. Und es war nicht möglich, mit jemandem zu sprechen. Das hat das System nicht zugelassen. Ich fühlte mich ein bisschen wie im Haus das Verrückte macht bei Asterix und Obelix. Und dann war uns das alles zu blöd, dann haben wir uns einen anderen Campingplatz gesucht. Nämlich den DCC Campingpark in Berlin-Kladow. Das war auch wieder so ein Platz, der einfach top organisiert war.
war einfach Rezeption super professionell und hier, da ist Ihr Platz, da fahren Sie so, so und so, hier ist eine Karte, ich mache Ihnen da mal ein Kreuz. Also das hat hervorragend funktioniert. Am Platz selber, das Reinrangieren ging noch mal schneller als irgendwo Da sonst, kamen weil gleich die Nachbarn angesprintet, ja. auch ohne zu fragen. Ich schieb hier mal mit. Mein Ja, einer genau. Arm ist zwar kaputt, aber mit dem anderen schiebe ich mal mit. Und die hat mir also deutlich mehr geschoben als wir, das Die Ding. hat doch die Bremse gezogen vom Das war, die hat alles, das ging ratzifatzi. Camping, Nachbarschaftshilfe ist ja manchmal, es ist ein schmaler Grat zur Übergriffigkeit. Ja. Auf dem Campingplatz ist das so. Genau. Das war nett. Und die waren super. Das heißt, wir haben also sehr zügig den Campingplatz dann eingerichtet, unsere Parzelle sozusagen. Abends kam Roddy noch zu Besuch. Es gab den Versuch eines Kartoffelgratins aus dem Omnia. Wieso Versuch? Naja, es war jetzt nicht so richtig, es war mehr Sahne als Ja, Kartoffeln in alles andere. Sahne geschwommen, in Ja, veganer Sahne. vegane Sahne. Doch, war lecker. Ja, Käse oben drüber. Ja, Ja, hat wieso? War geschmeckt. doch gut. Nee, war gut. Aber war jetzt halt nicht so klassisches Gratin, sag ich mal. Ist Camping. Camping ist Ja, Improvisation. genau. Weißt du, was komplett fehlt in deinen Notizen hier? Na? Das ganze Thema Waffeln. Das stimmt. Erzähl uns über Waffeln. Ich habe viele Waffeln gemacht. Ich habe auf dem Potstock Waffeln gemacht für die ganzen Leute auf dem Potstock mit vielen, vielen Waffeleisen. Habe ich nicht alleine gemacht. Hatte ich gute Unterstützung. Und dann hatten wir Waffeleisen dabei. Und dann habe ich halt öfter Waffeln gemacht. Man kann Ich auch. möchte kurz einmal den Einschub machen. Wir hatten Waffeleisen Wir dabei. hatten eins dabei und haben dann fürs Potstock noch ein zweites gekauft. Fürs nächste Potstock werden wir ein großes Waffeleisen anschaffen. Dann haben wir drei. Ja, dann brauchen wir nur das große mitnehmen. Ach so. Das ist so ein Vierer. Haben wir vier in einem. Ja, man kann. Es gab Verwunderung auch auf Twitter wegen, ihr habt ein Waffeleisen mit in den Camping. Warum? Weil es geil ist. Wir fahren auch einen Grill mit uns rum 4 Wochen lang, den wir nicht einmal benutzt haben. Das stimmt. Keiner sagt, ich habe einen Grill mit dem Wohnwagen. Ein Waffeleisen nimmt viel weniger Platz weg und kann viel mehr verschiedene Sachen. Wir haben Rührei damit gemacht, wir haben Waffeln gemacht, natürlich Schokowaffeln, verschiedene Waffeln und auch Pizza, Pizzabrot, also so einen Pizzateig, so einen fertigen Käse rein, zusammenklappen ins Waffeleisen. Bam. Super. Super Also lecker. Waffeleisen, gute Sache. Wir haben viel Waffeln gemacht. Das stimmt. Genau, was das ist, also auf vielen Campingplätzen gibt es ja einen Brötchenservice. Dann wirst du also beim Check-in gefragt, wollen Sie Brötchen bestellen? Und dann kannst du dir eine Menge zusammenstellen. Sagst, ich brauche, was weiß ich, drei normale, 14 Sesam und 8 Nudeln. 14 Sesam. Ja, kann man doch mal bestellen. Ja, und warum willst du denn 14 Weil Sesam? Sesambrötchen die leckersten Brötchen sind. Nee. Sag nicht, ich dachte, du liebst Mohnbrötchen. Ich dachte, du liebst Mohnbrötchen. Ja, aber ich habe da was am Zahnfleisch. Genau. Oh. Ja. Also das kann man halt dann normalerweise bestellen. Dann geht man morgens zur Rezeption und sagt, und doch, ich wollte die Brötchen abholen für Familie Schnecke für dich. Dann zahlst du die Brötchen, kriegst die Tüte mit. So. Und hier ist es halt so, die haben halt so einen Minishop und da ist richtig eine Brötchentheke. Also wie in der Bäckerei. Da braucht man nicht vorbestellen, weil die aber halt auch 700 Dauercamper haben auf diesem Platz und 150 Touristen. Dann geht es auch so. Dann kann man einfach reingehen und sagen, ich möchte von jeder ihrer 20 Brötchensorten vier. Also Wahnsinn. Kommst morgens um kurz nach 7 rein, da sind schon belegte Brötchen fertig. Toll. Fand ich richtig gut. Dann sind wir weitergefahren in den Norden. Wir wollten eigentlich nach Falkenstein, wo wir immer sonst auf dem Campingplatz waren, bei Kiel. Der war aber voll, alle anderen waren auch voll. Ich habe da rumtelefoniert, und also Kielerförde. Und auf mehreren durften noch keine Hunde. Und dann haben wir aber doch noch einen Campingplatz gefunden, und zwar Regenbogencamping in Wentorf, zwischen Laboe und, naja, hinter Laboe. Ist ja egal, Kielerförde da draußen halt. Ich dachte gerade, ich sage zwischen Laboe und Heidkarte, aber wenn man Wendorf nicht kennt, kennt man doch Heidkarte Das ist so, nicht. Obwohl ja. das die schönsten Strände in Kiel sind. Und die hatten noch Platz und dann sind wir da hingefahren. Das war ja dann die Woche, die so wahnsinnig heiß sein sollte und ja auch war zum Teil. Da waren wir dann doch ganz froh, rechtzeitig aus dem Süden wieder weggekommen zu sein. Und du hast eigentlich den Großteil der Fahrt damit verbracht, die Rezensionen auf Google von diesem Campingplatz zu lesen. Was war da Man los? muss auch generell häufiger Google-Rezensionen lesen, weil es oft so witzig ist. Und ich weiß nicht, wie wir drauf kamen, bei diesem Regenbogencamping, da haben sich ja einige da das Maul zerrissen. Also,
richtig, richtig absurd. Ich kann das jetzt gar nicht wiedergeben, ist einfach. Naja, es gab halt Leute, die sich darüber beschwert haben, dass es nicht direkt am Stellplatz einen Wasseranschluss gab. Und sie mussten 80 Meter zum Wasserhahn gehen. Frechheit. 80 Meter. Und ich denke mir so, ja, es ist Camping. Einfach, früher war das normal, auf keinem Campingplatz gab es jetzt direkt an der Parzelle einen Wasseranschluss. Und es gibt wohl Gegenden, in denen das mittlerweile Standard ist. Aber auf keinem, glaube ich, auf fast keinem, wo wir waren, gab es an jeder Parzelle einen Wasseranschluss. Es ist normal, du gehst den Weg runter und holst da dein Wasser und ja, solche Sachen. Oder der Campingplatz ist gar nicht direkt am Strand. Man muss dann noch um die Ecke gehen und am anderen Campingplatz vorbei und dann kommt erst der Strand. Das sind 300 Meter bis zur Badestelle. Ja, außerdem wurde auch morgens Rasen gemäht und wir saßen beim Frühstück und der fuhr mit seinem Rasenmäher da rum und hat gar keine Rücksicht genommen. Deswegen Leute, leider nur ein Stern. Schreiben Leute in diese Rezension. Aber was daran wirklich krass war, an diesen ganzen Rezensionen, du hast mir mindestens 20 ja, vorgelesen. In fast jeder stand drin, aber es gab leckere, frische Brötchen. Also auch in den beschissenen, schlechten Ein-Sterne-Rezensionen wurden immerhin die Brötchen gelobt, weil die dann ja wohl der Grund für den einen Stern waren oder irgendwas. Und die waren auch tatsächlich wahnsinnig lecker. Ich weiß nicht, es waren normale Brötchen, oder? Ja, aber es waren halt wirklich echte Bäckerbrötchen. Bäckerbrötchen. Ja, auch. Bäcker-Glüsing übrigens. Ja. Grüße. Ach so, hast du rausgefunden. Ja, stand auf irgendeiner Brötchenkiste, die da im Wagen stand. Ja, ganz oft gibt es auf Campingplätzen ja auch so Aufbackbrötchen, ne? Und das waren halt richtige Bäckerbrötchen. War schon gut. Genau. Jetzt stehen wir in Husum auf dem Campingplatz. Wie es dazu kam und wie es dann weiterging, erzählen wir euch in der nächsten Woche. Ja? Ja. Bin ich nächste Woche wieder dabei? Offensichtlich. Offensichtlich. Denn wir müssen noch über andere Sachen sprechen. Potsdok hatten wir zum schon. Beispiel die Salate. Genau, eine Entdeckung, die wir auf diesem Urlaub gemacht haben, sind vegane Salate von Pop. Die haben den veganen Eifrei-Salat. Und den Fleischlos-Salat. Fleischfrei. Fleischfrei und eilos, oder was? Ich weiß nicht, aber der eine heißt Fleischfrei-Salat. Okay. Naja, also es sind halt vegane. Vielleicht heißt der andere keine Eiersalat. Entschuldigung. Ist möglich. Ja, also vegane Salate mit sowas ähnlichem wie Mayo und da drin etwas, das nach Ei schmeckt, beziehungsweise beim Fleischlos-Salat, Fleischfrei-Salat nach Fleischwurst. Das ist ziemlich beeindruckend. Die sind wahnsinnig lecker. Es gibt keinen Grund mehr, solche Salate nicht in vegan zu kaufen. Punkt. Also der Eiersalat ist halt lecker, weil man Eiersalat mag, obviously. Ja. Aber man schmeckt keinen Unterschied. Richtig. Und also ich bin jetzt kein ausgesprochener Fan vom Fleischsalat, weil es halt einfach Fleischwurststreifen in Mayo sind. Oh, das ist so eklig. Boah. Und das finde ich halt echt lecker und würde es halt auch einfach so kaufen von Pop, diese vegane Variante. Super geil. Ich bin Fan. Ja, und weil es Tradition ist in Jörn Schaas Feinem Podcast, sprechen wir auch über Golf. Hast du ein Golfturnier gehabt? Ich habe ein Golfturnier. Das Flaschenhalsturnier? Es war nicht das Flaschenhalsturnier, es war das Afterwork-Turnier, das fünfte Echo Afterwork-Turnier 2022. Und hast du ein Tor geschossen? Ich habe ein Tor geschossen. Und einen Korb geworfen. Und auch einen Home Run gemacht. Und auch einen Home Run gemacht. Home Run. Home Run. Das ist das Fachwort. Home Run ist, wenn man zu Hause einen rumtrinkt. Ah, der war wirklich gut. Der war richtig schlecht. Der war richtig gut. Ich bin Zweiter geworden von 19. Bevor Jan ruft mich an nach dem Turnier und sagt, er ist Zweiter geworden. Und ich so, wie viele wart ihr? Drei? Zehn in einer Ehe. Ich glaube einfach wirklich an dich. Ja, das merkt man sofort. Sie waren 19. Leute, sie waren 19 Menschen beim Golfturnier. Jörn ist Zweiter geworden. Ja, mit 22 Nettopunkten. Hat um 4 Punkte sein Handicap verbessert. Bamsen. Ja. Und ich habe auch was Neues gelernt über Golfregeln. Du kanntest die noch nicht. Doch, ich habe schon, aber ein spezieller Punkt dieser Golfregeln war mir nicht klar. Und zwar habe ich ja in der letzten Folge, in der 360, sehr viel über das Golfen gesprochen und da auch das Konzept des provisorischen Balls gesprochen. Wenn du also wenn du abschlägst und dein Ball fliegt irgendwo hin, wo du nicht sicher bist, ob du ihn wiederfindest, dann kannst du einen provisorischen Ball schlagen. Von wo schlägst du den dann? Von der gleichen Position.
Also du stehst irgendwo am Abschlag beispielsweise und haust den Ball, der fliegt irgendwo in den Busch und denkst dir, ob ich den da wiederfinde, keine Ahnung. Ich spiele nochmal einen provisorischen hinterher. Das muss man auch ansagen, seinen Mitspielern gegenüber. Ja, und wenn man dann nicht mehr auseinanderhalten kann, welcher ist, oder deswegen, wenn man beide wiederfindet. Deswegen haben die ja eine Markierung. Deswegen steht ja zum Beispiel drauf der Markenname, also zum Beispiel Topflight und dann eine Nummer. Also ich habe an Topflight 2 gespielt und habe dann provisorisch an Topflight 0 hinterher gespielt. Aha. So, und dann super interessant. So spannend, Entschuldigung. So, und der erste Abschlag, der war halt ziemlich gut, so ungefähr 180 Meter, aber halt in so einem Busch. Der zweite Abschlag war, naja, eher so mittel, aber zumindest auffindbar. So, und dann sollst du halt die Möglichkeit haben, wenn du den ersten Ball nicht nach 3 Minuten gefunden hast, dass du nicht wieder ganz bis zum Abschlag zurücklaufen musst, um einen neuen Ball zu spielen, sondern dass du dann sagst, okay, ich spiele jetzt meinen provisorischen Ball weiter, kriegst einen Strafschlag und alles ist fein. So, jetzt ist es aber so, was ich jetzt neu gelernt habe, der zweite Abschlag war ja nicht ganz so weit, wie ich wollte. Und dann war ich auch so ein bisschen ärgerlich darüber, dass das jetzt alles nicht so gut geklappt hat an der Stelle, bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich da ziemlich den Boden gehackt und dann ging mein nächster Schlag nur so 10 Meter weiter. Und ich dachte jetzt, okay, jetzt habe ich aber meinen provisorischen Ball ins Spiel gebracht und muss den weiterspielen. Und sagt mein Mitspieler, nee, musst du nicht. Sondern der erste Ball ist ja nach wie vor im Spiel. Und ich kann jetzt einfach so oft auf meinen provisorischen Ball draufhauen, wie ich will. Solange der nicht weiter oder näher an der Fahne liegt als mein erster Schlag, zählt der im Prinzip noch nicht. Ich dachte, du darfst den nur spielen, wenn der erste Ball weg ist. Habe ich auch gedacht. Und deswegen habe ich jetzt, das ist das Neue, was ich gelernt habe, ich darf den weiterspielen. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hier irgendwo müsste eigentlich mein erster Schlag sein. Bis dahin hatte ich dann schon irgendwie 5 Schläge gebraucht, weil die alle kacke waren. Und dann fanden wir tatsächlich meinen ersten Ball wieder. Und dann darf ich den weiterspielen. Okay, ich habe es nicht kapiert, aber es interessiert mich auch nicht so richtig. Ja, aber mich interessiert es, weil ich nämlich an dem Schlag dann nicht 9 Schläge gebraucht habe, sondern 4. Total geil. So, und nachdem jetzt die Aufmerksamkeitsspanne der Chasarella hier komplett verschwunden ist und sie Handynachrichten schreibt, beenden wir einfach diese Episode von Jörn Schaas feinem Podcast. Und Gisches. Ach, ich werde zu langsam. Das stimmt. Tschüss. Tschüss.